Herzlich willkommen auf meinem Handarbeitskanal Cheap Love Wool. Wir häkeln, stricken und spinnen hier und an einem Samstag backe ich mit euch meine Lieblingsrezepte. Und jetzt kommt eine weitere Anleitung für dich. Gestern habe ich mit euch dieses Bento gehäkelt. Ich habe ein Baumwollgarn genommen und habe das in einer gewissen Größe und Reihenanzahl gehäkelt. Und das ist nämlich in Zukunft ein Putzlappen, weil du kannst mit Baumwolle und diesem Häkelmuster, und heute werde ich das ja natürlich mit euch stricken, das hatte ich euch gestern versprochen, kannst du viel in deinen Haushalt ersetzen, viel, was jetzt noch aus Plastik ist. Heute stricke ich das mit euch und ihr seht hier schon, wie süß das ist. Niedlich, oder? Wir beginnen allerdings auch mit einem kleinen Häkelring mit festen Maschen. Hier habe ich in die hinterste Masche eingestochen, bei diesem. Und bei dem hier, nee, andersrum. Hier habe ich in die vordersten eingestochen. Und bei dem hier in die hintersten, sodass du hier oben noch wie so eine kleine Blüte hast. Bleib bis zum Schluss dran. Denn wir werden das zum Schluss noch abketten. Das gebe ich dir auch gerne noch mit. Und dekorieren. Und jetzt geht es erst einmal los. Ich nehme für die Baumwolle jetzt erstmal eine 3,5er Nadel. Und nachher werde ich das auch mit einer 4er Nadel stricken. Ich habe sie mir jetzt auch schon bereitgelegt, weil wir werden dann die gehäkelten Maschen aufnehmen. Also, lass uns beginnen. Viele von euch kennen ja diesen magischen Ring. Und so fangen wir jetzt auch an. Du häkelst erst einmal eine Kettmasche. Und dann 12 feste Maschen in diesen Ring. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und jetzt noch eine, dann haben wir unsere 12 Stück, die wir brauchen. 12. Jetzt machst du erst einmal den kleinen Ring zusammen. Du suchst dir als allererstes hier diesen Faden, schließt den zur Runde. Und jetzt werden wir uns vorne die Masche auf die Nadel nehmen. Immer 3 Stück. Schön drauf schieben. Und wieder einfach immer bei 3 hier hinten das Maschenglied könnt ihr einfach nicht beachten. Hier vorne, das wird einfach aufgeschoben. So bekommt ihr einen wunderschönen Anfang hin. So, jetzt müsst ihr das mal ein bisschen größer ziehen, sonst haut euch nämlich die Masche ab. Und dann werden auch jetzt hier die letzten 3 einfach so aufgenommen. So, das ist jetzt schon unsere erste Runde gewesen. Ich lege wieder hier oben kleine Zahlen hin. Das war jetzt die erste Runde. Wir beginnen jetzt praktisch mit der zweiten Runde, mit dem Stricken. Ihr nehmt euch jetzt diese Schlaufe,
macht sie einfach hier auf die Nadel und zieht hier wieder fest. Und jetzt geht schon die erste Strickrunde los. Erstmal alles noch zurechtschieben, so wie du das gern möchtest. Kannst du das dann auch hinschieben? Und dann haben wir ja jetzt 4. Das musst du jetzt auch haben in der zweiten Runde. Die brauchst du nicht mitstricken, die wird abgehoben. Das kannst du dir auch für jeden Anfang der Nadel jetzt schon mal merken. Und dann werden jetzt hier einfach alle einfach runtergestrickt. Die erste Runde wird rechts verschränkt gestrickt und ab der zweiten dann einfach nur noch rechte Maschen. Das kommt daher, da du jetzt hier besser reinkommst. Die letzte auf der Nadel wird, ihr könnt das, ich halte das jetzt extra euch so hin, damit ihr das seht, werden 3 Maschen draus gemacht. 1, 2 und noch einmal von hinten wie ein rechts verschränkter. Wenn das nicht richtig klappt, einfach noch mal rein und noch die dritte Masche rausholen. Ich hoffe, ihr konntet es jetzt richtig gut sehen. Diese letzte Masche nimmst du gleich wieder auf die Nadel. Ich hatte ja schon gesagt, das könnt ihr euch merken. Und das ist jetzt auch schon deine erste Masche, die du aber nicht mitstrickst. Die hast du ja jetzt gerade erst dir rausgeholt. So, jetzt kommt praktisch die zweite Nadel dran. Auch alles rechts verschränkte Maschen. Eins. Ach, da hat man schon eine. Da muss man die dann ablassen. Dann kommt die zweite. 2. Und die letzte in dieser Runde wird jetzt wieder verdreifacht. Also eine rechts verschränkte. Einmal, wie du, wenn du rechts strickst, eine ganz normale rechte. Und noch einmal eine rechts verschränkte Masche. Und auch hier nimmst du wieder die letzte auf die Nadel. Und das ist jetzt so. Ziehst, kannst du jetzt auch ganz einfach so lang ziehen. Deine erste Masche für die nächste Nadel. So, jetzt habe ich wieder alles richtig schön hin. Jetzt geht praktisch die Nadel 3 los. 1, 2 und die dritte wird jetzt wieder verdreifacht. Also einmal wie zum Rechts stricken. Einmal. Ups, jetzt ist mir abgehauen. Die Nadel, die sind am Anfang jetzt in dieser Runde etwas kleiner, die Maschen. Und man kommt mit der Nadel also kaum durch. Aber ab der zweiten Runde wird das easy. So, jetzt habe ich auch hier wieder die letzte. Die nimmst du wieder mit der leeren Nadel, die du gerade abgestrickt hast, auf. Ziehst die ganze Nadel dir bis zum Anfang. So, und jetzt kommt hier praktisch die letzte Nadel in Reihe 2. Und du strickst das jetzt auch einfach alles rechts verschränkt ab. Wenn du das vor dir hast, geht das rucki zucki, aber ich muss ja hier meine Nadeln zu halten, dass du praktisch das auch ordentlich siehst, was ich hier mache. So, jetzt wieder die letzte wird, werden 3 Maschen draus gestrickt. So. Ups. Ich muss das noch mal ein bisschen anziehen. So, jetzt müsste es klappen. Oh, es ist wieder kaputt gegangen, mein Faden. Das ist dann bei Baumwoll, das besteht ja aus mehreren Fäden. Da kann das dann schon mal passieren. So, und noch einmal einfach rechts verschränkt abstricken. Und auch hier nimmst du wieder die letzte Masche
und gehst damit auf die nächste Nadel. So, jetzt lege ich es euch mal hin. Alles schön ordentlich sortiert, damit ihr das auch mal seht. Das Muster. So. Und jetzt siehst du schon, wie das langsam am Entstehen ist. Das ist der Faden. Jetzt kannst du hier hinten den Faden, unseren Anfangsfaden, einmal festziehen. Noch einmal. So. Und wir haben ja jetzt jedes Mal den letzten übergeben, weil diese Ecken sind ja so. Wo ist es nochmal? Ich zeige es euch dann nochmal. Hier entstehen dann diese Ecken. Und wenn du immer die letzte hierhin übergibst, die ja hier aus dieser Seite rauskommt, kannst du immer in die mittelste die verdreifachen. So hast du dann jedes Mal am Ende jeder Nadel praktisch die, die du verdreifachen musst. So, wir stricken jetzt noch einmal hier weiter. Das geht jetzt, damit ihr seht, dass es auch einfacher geht dann, wenn ihr ein paar Reihen weiter seid. So. Ihr habt jetzt praktisch die letzte, die ihr verdoppelt habt und verdreifacht. Übergebt ihr praktisch jetzt wieder dieser Nadel. So. Das ist dann praktisch wieder die erste, die nicht mitgestrickt wird. Und jetzt einfach jede Nadel abstricken. So. Ihr könnt dann hier hinten mit dem Finger schön arbeiten und praktisch der Nadel helfen, dass sie nicht so, jetzt habt ihr das gesehen, einfach wieder bis davor stricken und wir sehen uns da wieder. So, ich bin jetzt eine vorm Schluss. Diese Masche könnt ihr euch erstmal ein bisschen lang ziehen und dann wird aus dieser Masche auch einfach drei Maschen rausgenommen. Also ihr nehmt zuerst die rechts verschränkte, dann eine rechte und nochmal eine rechts verschränkte. Und die letzte nehmt ihr euch gleich wieder auf die gerade leer gewordene Nadel. Und die ist dann praktisch die, die hier zu der Seite gehört. Und ihr strickt dann einfach wieder, ich halte es euch mal so hin, dass ihr das richtig schön seht, diese andere Nadel ab bis zur letzten. Also einfach alle wieder bis hinter abstricken. So. Und das macht ihr praktisch immer reihum, bis dann dein Rechteck oder Viereck die gewünschte Größe hat. So, jetzt sind wir wieder hier eine vorm Schluss. Ihr zieht euch diese letzte Masche jetzt erstmal wieder größer. Da rutschen die anderen auch alle ein bisschen mehr zusammen. Dann einmal wie eine rechts verschränkte, wie eine rechte und noch einmal wie eine rechts verschränkte. Und diese letzte übergebt ihr praktisch jetzt wieder der nächsten Nadel. Und so wächst euer Quadrat Reihe für Reihe immer weiter, bis es dann so groß ist. Wie das hier zum Beispiel, das habe ich mir mitgebracht. Das ist auch ein Twister. Das hatte ich, die Wolle habe ich euch gestern im Video vorgestellt und ich möchte das gerne als kleines Deckchen haben. Es sieht echt allerliebst aus
Und ich biete euch jetzt noch einmal an, wie ihr dann abketten könnt. Ihr habt dann praktisch eure letzte Reihe und strickt dann einfach die Masche und hebt die andere drüber und wieder. Ihr strickt jetzt hier die Masche und hebt einfach die andere über. Und so macht ihr das die ganze Reihe lang. Einfach die eine stricken und die andere so überheben oder die unten rausziehen. Das könnt ihr dann für euch entscheiden, wie ihr das sagt. Einfach stricken und die hochheben, durchziehen. Das ist das gleiche, wie wenn man sagt, überheben. Also je nachdem, wie viel Kraft ihr in euren Händen habt, das ist aber die gleiche Abkettvariante. So, einfach überheben und die rausholen. Das habe ich für mich so jetzt, das geht echt am einfachsten. Die stricken und dann die beim Überheben einfach so rausholen. Und wieder. So, einfach durchholen. Einfach schwupps. Und wenn ihr dann wie ich jetzt am Ende seid, die letzte wird auch genauso gemacht. Einfach stricken, überheben, durchholen. Und dann könnt ihr die so ein bisschen rausziehen, abschneiden. Und ihr könnt das dann auch ganz in Ruhe verstechen. Das mache ich nachher auch ganz in Ruhe. Weil hier seht ihr ja, das war der das praktisch, wo ich die erste abgekettet habe, einfach da rein mit der Nadel. Aber ich möchte euch jetzt noch meine schöne Deko zeigen. Das muss ja auch noch gespannt werden. Das werde ich dann auch noch spannen. Und ich hole jetzt mal meine Deko und mache euch meine Deko. So, meine Lieben, das wäre meine Deko für dieses Deckchen. Und jetzt sage ich euch Tschüssi, meine Lieben. Habt einen wunderschönen Tag. Bei allem, was ihr tut, ob ihr häkelt, strickt oder spinnt oder auch mal was von mir nachpackt. Ciao, sagt eure Nicole.